Sechs Monate später. Der Lippenstift-Mörder. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Floyd Rose of the Homicide Squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves a place at the top table. And the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Na, das wird ja super. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Das kann ja großartig werden. Okay, wir haben also das Einbruchsdezernat komplett übersprungen, wie es scheint. Deswegen sechs Monate später. Schicker Anzug. Gut, und ich würde sagen, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich hier rein. Ich würde sagen, wir ziehen mal einen anderen Anzug an. Warte mal. Ging das nicht? Jetzt, Outfits. Irgendwie war das gerade nicht dabei, oder? So, der Kreuzritter Chicago Lightning. Du triffst besser mit Thompson Bar und Schrotflinte. Ich glaube, ich nehme mal den Meisterschützen, oder? Ja, warum nicht? Lass mal als Meisterschütze gehen. Gut. Naja, schön ist was anderes, aber egal. Wir wollen ja mal alle Anzüge ausprobieren. Do you have the address? It's been all over KGPL. It's off Temple Street, between Belmont and Glendale. Okay, ich glaube, er wird mich nicht leiden können, ich werde ihn nicht leiden können. Und Floyd Rose, der Name, da ist ja ganz am Anfang mal erschienen. Floyd Rose und ich glaube auch dieser Typ, das waren die zwei Bullen. Ja, das waren die zwei Bullen, die uns, als wir noch Streifenpolizist waren, an den allerersten Tatort geführt haben. Und wir haben ein neues Auto, ich find's schön. Gefällt mir. Nash Super 600. Okay. Oh ja, der ist agil und fix. Gefällt mir. What happened to Rose? Parker wants the chief's job. Word is either gonna be him or that dude. So they're both clearing the decks. So where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. I didn't ask for you and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? Medallion. Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. Are we any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads, and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. It could be the same. But cutting someone in half and leaving him off the sidewalk, that's a one-off. Why so many women this year? Because of the war. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his wife. What do you think? Any central unit, car 16L, reports a possible jumper at 8 and 0, the Methodist Church in a... Ich bin ja schon unterwegs. 11K, go ahead. Da sind wir auch schon. Todessturz. Na, ob wir da noch was tun können. So help me God, I'll jump! You need to get up there. Let me do the talking, detective. I know a ton of this psychology stuff. You take the back alley and find a way up there. Also ich würde jetzt sagen, ich habe den schon mal gesehen, den Typen, aber ich glaube, die sehen alle gleich aus, einfach nur. Also jetzt der Bulle. Wait. What? Na
Mensch, für so einen alten, feisten Kerl ist der schon ziemlich fix unterwegs, ne? I'll bring you down with me, Phelps. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der so agil hier das Rohr hochklettert. Ich hätte gedacht, der überlässt das eher uns. Come on, Lightfoot. Na, mal schauen. No offense, but I don't want you splashed on my shoes. So, ich gehe dann mal vor, ne? What are you trying to do? Ah, er kommt auch gar nicht mit weiter hoch. I remember my first jumper. I. This what you wanted? I can't do it. I just. I'll come quietly. Just. I need some help, please. You gotta get me some help. Der sieht aus wie der Typ, den wir bei dem Fall mit den falschen Papieren ganz am Anfang gestellt haben. Oder? Ich meine, vielleicht ist es einfach nur dasselbe Model, aber der sieht genauso aus vom Gesicht her. Na gut, das war jetzt ein kurzes Intermezzo. Ein Verbrechen war das ja jetzt nicht. Ich meine, ist es strafbar, sich umzubringen? Ich glaube nicht. Wäre auch sinnlos, da eine Strafe drauf auszusetzen. Denn, naja, jemand, der Suizid begangen hat, den kann man dann schlecht noch bestrafen. Dankeschön. Ey, der hat mich angeschoben, falls du es nicht gesehen hast. Ja, natürlich, ich hätte nicht rückwärts fahren sollen, aber trotzdem, er hat mich angeschoben. So, ich mach mal hier rum. Gut, dann geht's jetzt also an die ernsten Fälle ran. Jetzt im Morddezernat und es geht direkt mit dem Black Dahlia Killer los. Ich hatte das in der letzten Aufnahme ja schon mal erwähnt. Das hatte ich gelesen, dass das, glaube ich, so die Hauptstory wird um den Black Dahlia Killer rum, dass wir da ermitteln und dass quasi wieder rote Faden im Spiel wird. Und jetzt sind wir dann endlich auch mal im Ernst des Lebens angekommen, sozusagen. Ich meine, wir spielen ja schon eine Weile, aber das vorher war ja eigentlich alles wirklich bloß Vorgeplänkel, um mal reinzukommen und den Aufstieg von Cole, naja, miterlebt zu haben, sozusagen, ne? Aber ich glaube, jetzt werden auch die Scherereien mit anderen Polizisten losgehen, die das mit der Gerechtigkeit vielleicht etwas anders auslegen als wir. So. Okay, ich werde mal kurz einen Blick auf die Karte schauen, werfen. Och, das ist ja am Arsch der Welt. Okay, von auf der LucasAve. Das bietet sich ja an. Gut. Die brauchen wir dann bloß noch langfahren. Schon wieder einer? Wo ist denn das? Nee, nö, 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 nö. Vergiss es. Das ist mir zu weit. So, machen wir direkt zum Fall hin. So weit will ich dann ehrlich gesagt doch nicht fahren. Das ist mir dann wirklich ein Stück zu weit. So. Dann müssten wir ja auch gleich da sein. Sah ja im Intro zu diesem Fall nicht so gemütlich aus, was der mit der Frau angestellt hat, ne? Mit der Brechstange totgeprügelt oder wie das aussah. Unschön, unschön. Schauen wir mal. So, wo muss ich denn jetzt genau hin? Muss ich hier rein? Oh. Wahrscheinlich nicht, oder? Okay, dann doch. Tatort. 9.58 Uhr. How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. You're used to it, Phelps. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram! Wenigstens quatscht unser Kollege nicht dumm, unser Neuer. Ach du Scheiße.
Na, das sieht ja traumhaft aus. Okay. Patrolman, this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Okay, naja, Mutterzernat bedeutet eben auch, dass wir jetzt mit Morden zu tun haben. Und die können halt auch mal ein bisschen übler aussehen. Können wir die Spur untersuchen hier? Scheinbar nicht. Cause of death? Could be the head injuries. She has been badly stomped. The cuts look... What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Scheiße. Hat er ihr den Mundwinkel aufgeschlitzt? Shit, ey. Ist ja übel. Na gut, das kann aber auch beim Schlagen passiert sein. Meine Güte. Ich frage mich auch, was für ein Leid man haben muss, um sowas wirklich zu tun. Fick dich, BD Tex. Interesting. Ansonsten aber nix, okay. Irgendwas an den Händen? What about this wound on the finger? Something removed, a ring most likely. I assume it was taken post-mortem. Okay. Die Frage ist, der Mörder wird sicherlich nicht gerade auf oder auf Reichtümer aussehen bei aufs Aussehen bei den Leichen, ne? Warum macht er also den Ring ab? Und er hat das nix. Was mich jetzt noch interessieren würde, war es denn ein Gewalt, also ein Sexualverbrechen What's oder the writing on the victim mean? BD, like Dahlia, Tex. Your guess is as good as mine. Could be something to it, or could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Okay. So, wir schauen uns erstmal hier noch ein bisschen um. Die Reifenspuren. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Okay. Die Reifenspuren sind offenbar nicht wichtig. Also, so rein von der Rekonstruktion her, hat die Karre bis hierhin gesteuert. Hat sie hier getötet, oder? Aber dafür ist ja eigentlich viel zu wenig Blut, als dass er sie hier getötet haben könnte, oder? Da müsste doch mehr Blut hier sein. Ich meine, er hat die ja richtig übel zugerichtet im Gesicht. Auf jeden Fall dann hier rüber geschleift. Ausgezogen haben muss er sie auch noch. Und sie dann hier richtig platziert, richtig hingelegt, damit man sie anschauen kann, wenn man hierher kommt. Okay, was haben wir hier? Kannst du, Cole, kannst du vielleicht mal, kannst du eventuell jetzt, dankeschön. Die wird wahrscheinlich uninteressant sein. Ja, sagt da auch nichts zu. Okay, aber die Tasche. The victim's bag? Warum ist die noch da, wenn alles andere weg ist? Looks brand new. Can't be the one used on the body. Ja, zur Sicherheit trotzdem mal untersuchen lassen. Mich hätte ja eher mal interessiert, wer das Opfer ist. Da wird doch bestimmt auch irgendeine Brieftasche oder sowas drin sein, ha? Huh? Was ist das denn? Looks like some kind of puzzle or parlor game. Okay. Kannst du mal... Okay, ich muss einfach noch näher untersuchen. Oh, wir müssen Puzzle spielen. Wunderbar. Okay. Das passt nicht. Kann ich... Ah ja, so kann ich die Etage wechseln. Alles klar. So, machen wir mal
Lass mal kurz hier. Ich mache mir mal Amerika als Orientierungspunkt. So. Das da drüben ist nicht Amerika. Das ist Afrika. Das ist Madagaskar. Also müsste hier jetzt Südamerika kommen. So, wunderbar. Eigentum von The Bamba Club, North Spring Street, Downtown. The Bamba Club. Why steal a table lighter? Wäre ein Ort, den man mal untersuchen sollte. If we get to the Bamba, a man could die of thirst in a case like this. Machen wir gleich. Ich frage mich auch, was er jetzt macht. Ich meine, eigentlich sollen wir ja von ihm lernen, hat er gesagt, ne? Also müsste er uns ja eigentlich zeigen, wie es funktioniert, aber macht er ja nicht. So, die Spuren hier drüben, die hatten wir schon. Can we discuss this later? Okay, er will auch nicht nochmal mit uns reden. Die Musik ist auch weg. Ich glaube, wir haben alles hier soweit jetzt. Na gut. Machen wir uns auf den Weg. Und fahren mal zum Bamba Club. So, schauen wir mal. Aber ich weiß halt nicht. Ich glaube, also ich weiß es noch nicht. Das wird uns der Gerichtsmediziner sicherlich sagen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Sexualverbrechen ist. Aber warum hat er sie dann nackt ausgezogen und mit Lippenstift gemalt? Und vor allen Dingen, wenn es schon einige Fälle gab, was war denn bisher so das Muster bei den Fällen? Das wäre mal interessant. Nachtclub und Bar, die als Mordopfer besuchte. Na dann. Oh, sorry. War keine Absicht. The werewolf? For my money, copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. Oh, scheiße. You'd love that, wouldn't you? A big head to hang on your wall. The caller of the decade. You've been working evidence on BD case for 6 months and got nicks. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, hotshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us a note on a corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, Phelps. A guy opens his mouth again after 6 months of storm. Or some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastical. Well, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? So, Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. Can't make it something it ain't, understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. We would have found him. Meinst du wirklich? Bank of America 7th and Olive. Officer needs help. Bank of America 7th and Olive. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Wir schauen mal kurz, wo ist denn das? Das hier oben ist der Tatort. Da ist der Bamba Club. Wir sind dazwischen und der Fall ist am Hintern der Welt. Okay, nee, das ist mir mal wieder viel zu weit. Wir fahren einfach zum Bamba Club. Schlage ich mal so vor. So. Ich glaube, unser Kollege ist auch nicht so begeistert davon, wenn wir hier ständig bei irgendwelchen spontanen Fällen mitmachen. Gut, was mir natürlich ziemlich egal wäre. Ich meine, hat er halt Pech gehabt, ne? Aber mir ist das jetzt persönlich auch zu weit. Wäre, glaube ich, auch zu langweilig, wenn ich jedes Mal zu den Fällen hinheizen würde, quer durch die Stadt. Ich glaube, wenn ich so für mich spielen würde, dann würde ich es vielleicht sogar machen. Aber jetzt nicht. So, schauen wir mal. Mal sehen, ob das jetzt ein bisschen besser klappt als vorher am Verkehrsdezernat. Halt die Klappe, alter Mann. Du kannst ja auch selber fahren, wenn du willst. So, hier vorne mal links rum. Ach, hier sind wir schon wieder an der Tankstelle. Da waren wir doch vorhin schon. Ha! Naja. Geht doch, war doch okay. So, ich fahre mal gleich hier in die Hintergasse rein. Geht vielleicht ein bisschen schneller, als wenn wir jetzt vorne rum machen. War mal klar. 10:35 Uhr.
Help me out. Bartender Phelps, go. Then I can get a drink. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Inquire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Pour me 3 fingers of rye. Das war interessant. Also wenn mich jemand, ich nehme mal an, in einem normalen Etablissement, wenn man da jemanden fragen würde, haben Sie eine Frau gesehen, 1,70, 50 Kilo, dann würde den meisten nicht sofort ein Name einfallen dazu. Ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? So, hier können wir, oh, wir können uns sogar was anschauen. That's the spirit. It would take a smarter man than me to connect that. Was steht denn da überhaupt? Code check, aha, was auch immer. So, eigentlich wollte ich mit ihr hier sprechen, aber geht offenbar nicht. Ich weiß halt auch gar nicht, ob wir hier überhaupt irgendwelche Beweise mit sammeln sollen oder ob wir hier lediglich das Gespräch führen sollen. So, ich glaube, das da ist unser Freund.